Streuwiesen, soweit das Auge reicht, und mittendrin der Alpsee bei Immenstadt. Hier wurde heute der erste Förderbescheid des 50-Höfe-Programms überreicht. Mit ihm möchte der Zusammenschluss Allgäuer Moorallianz 2700 Hektar Niedermoore und Streuwiesen unterstützen. Also wir wissen, dass die Moore ein wertvolles Naturerbe sind. Dieses Naturerbe kann nur erhalten werden, wenn wir entsprechend diese Moore pflegen. Und diese Pflege kann nur im Rahmen des Nutzens stattfinden. Das heißt also konkret, wir müssen die Feuchtflächen, die vorhanden sind, mähen. Die Arbeit funktioniert aber nur mit diversen Maschinen und die müssen erst einmal finanziert werden. Genau aus diesem Grund hat die Allgäuer Moorallianz jetzt das 50-Höfe-Programm ins Leben gerufen. Dabei sollen Landwirte die notwendige Unterstützung für Maschinen und Geräte für die Streuwiesenbewirtschaftung erfahren. Daran teilnehmen dürfen Landwirte, die übrigens unsere großen Partner und wichtigen Partner der Moorallianz sind, Landwirte, die einige Streuflächen haben und diese auch entsprechend bereit sind zu pflegen und zu mähen. 200.000 Euro stehen momentan für das Programm zur Verfügung. Sollte aber mehr gebraucht werden, dann kann der Geldtopf unter Umständen noch einmal aufgestockt werden. Dieses Projekt ist zumindest jetzt mal auf 2 Jahre ausgelegt, also bis Ende 2012, und ist mit insgesamt 200.000 Euro ausgestattet. Wie es dann weitergeht, das wird sich zeigen. Heute wurde der erste Förderbescheid überreicht. Der ging an den Risthof in Immenstadt. Es wurde uns von der unteren Naturschutzbehörde empfohlen oder vorgestellt, dass sie ein neues Programm haben. Und dann haben wir halt überlegt, was könnte man investieren oder brauchen wir es. Und die Investition von diesem Mähbalken stand eben an. Und darum haben wir das Programm dann genommen. Familie Rist investiert in einen Mähbalken. Von der Allgäuer Moorallianz erhielt sie dafür eine Förderung von 33%. Normal werden Flächen gefördert oder so Bewirtschaftungsarten, aber nicht Maschinen. Und so können wir einfach diese Spezialmaschine für unsere Streuwiesen, die wird gefördert und wir können sie uns leisten somit. Weil Familie Rist bereits einige Maschinen hat, wird der Mähbalken vorerst die einzige Investition bleiben. Doch für weitere 49 Höfe ist noch genug Geld im Topf.